Hallihallo Freunde and welcome back. Wir sind hier auf dem Jahrmarkt von der Mutzler und müssen hier einiges, errätseln. Da oben der Typ, der hat schon Spaß. Ich hoffe, der kackt sich nachher nicht in die Hose. Und hier kann man wieder was Tolles erfischen. Schmalz? Ach du Scheiße, da sind doch die Hunde drin. Hier kann man also alles frittieren. Wir haben leider nichts zu frittieren. Doch einen Hasen haben wir zu frittieren vielleicht. Nee, will er nicht frittieren, den Hasen. Na gut, dann frittieren wir eben keinen Hasen. Aber wir könnten eine Pastete frittieren, denn, ja, unser... Weisheiten von der anderen Seite. Oder das Huhn vielleicht. Peng, peng! Taka, 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 taka. Ein episches, gut, episches Huhn. Hellseher, Fischauge. Mal sehen, was bei dir rauskommt. Auch das Huhn muss hier Ratschläge geben, oder wie? Zum was Geier. Sind die Glückskekse? Was für ein Haufen Kuhmist! Ach, und jetzt können wir hier das Schicksal übernehmen. Das ist super. Gucken wir mal, was wir da Schönes basteln können. Dein Haar, so schmierig wie Speckwal. Vielleicht ist die blöde Trickkiste ja echt zu was gut. Felicity hat wirklich einen ansehnlichen Mob. Aber wenn ich das Gedicht mit solchem Schrott zu Ende bringe, verpasst sie mir einen Satz heiße Ohren. Okay, also ein Gedicht soll es sein. Dein Haar... ist vernachlässigter. Riecht wie ein glitschiger Pinguin. Oh mein Gott. Dann machen wir es doch mal so. Vielleicht ist die blöde Trickkiste ja echt zu was gut. Felicity hat wirklich einen ansehnlichen Mob. Aber wenn ich das Gedicht mit solchem Schrott zu Ende bringe... Okay. Was haben wir denn hier noch? Piratengold. Piratengold sieht schon mal gut aus. Mal sehen, ob in diesem Glückskeks was Nützliches für mein Gedicht steckt. Dein Haar, es glänzt wie das Gold der Piraten. Das ist gar nicht schlecht. Könnte funktionieren. Ich bin ein verdammtes Genie. Ich brauch keine verfluchten Zeilen mehr. Ich hab die richtige hier vor mir. Ja, wunderbar. Und somit haben wir schon den zweiten Hinweis bekommen. Oh Gott, hallo, und nicht noch Felicity. Die. Ach, hallo, danke. Du siehst heute ganz bezaubernd aus. Oh, danke schön, Duncan. Ich habe sogar ein Gedicht verfasst, um deiner verblüffenden Schönheit zu huldigen. Oh mein Was? Gott. Du hast ein Gedicht geschrieben? Jedes einzelne Wort. Mehr oder Wirklich? Weniger. Na ja, dann lass es mich hören. Liebste Felicity. Liebste Felicity. Deine Augen sind tief. Wie der schlammigste Teich. Deine Zähne sind mächtig und dabei so bleich. Oh, wie stark deine Hüften. Wie üppig dein Schatten. Und dein Haar, es glänzt wie das Gold der Piraten.
Oh mein Gott. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Brillant, oder? Du hast meine Frisur bemerkt. Ach ja? Oh, danke. Wer hätte gedacht, dass du so empfindsam bist und solche Details bemerkst? Ganz recht. Meine stattliche schottische Hochlandhülle mag täuschen, aber im Inneren bin ich sanft wie ein Lamm. Komm her, meine kleine Zuckerfee. Oh mein Gott. Ein Lamm, das sich zu lange auf dem Hof herumgerollt hat, wenn meine Nase mich nicht täuscht. Ach, das ist mein einzigartiger Duft. Gehen wir doch spazieren und sehen uns eine Weile sehnsüchtig in die Augen. So, jetzt schnappt er aber den Zettel, bevor er wieder weg ist. Okay. Rettet die Hunde, helfen. Oh mein Gott. Gut, dann haben wir das Rätsel auch gelöst hier. Dann gehen wir mal zu dem anderen Huhn hier. Sind sie klüger als das Hühnchen? Ja, das werden wir gleich mal sehen. Ein Goldfisch. Sind sie klüger als das Hühnchen? Ein Huhn. Und unsere Karten. Ach! Ja, das kann ich. Das kann ich sehr gut sogar. Pass mal auf. Den tricksen wir aus. Aber wenn er dahin macht, dann kann er hier und da. Pass mal auf hier. Machen wir mal so. So. Ah, so gut sieht es gar nicht mehr aus hier. Mist. Okay, wir machen es einfach nochmal. Das kann ja nicht so schwer sein. Hör doch mal auf hier. Nächsten Karten rein da. Tic-Tac-Toe ist das schöne Spiel. Dann machen wir es noch in die Mitte hier. So. Ja. Und dann da oben. Tja, schade. Ja, ich kann doch gar nicht mehr gewinnen. Was soll ich denn hier noch weiterspielen? Ja, das nochmal verhindern. Okay, nächster Versuch. Das Hühnchen kann doch nicht klüger sein als ich. Mann, Mann, Mann. Das hat doch irgendwas mit diesem Goldfisch zu tun. Aha. Irgendwas muss ich doch mit diesem Hühnchen machen können da. Mit diesem... Nee, funktioniert aber nicht. Besiegen Sie das Hühnchen, gewinnen Sie einen Goldfisch. Ach so, ich will den Goldfisch gewinnen. So, da gucken wir doch mal. Machen wir doch mal hier hin. Ja, das war natürlich auch ein Fail. Ich weiß gar nicht. Zeit zum Essen fassen für meine goldene Gans. Wieder nichts, was? Ach, das wird schon. Ich glaube, man kann hier gar nicht gewinnen. Ich versuche es natürlich trotzdem nochmal. Was können wir denn der goldenen Gans da mal zu essen geben? Vielleicht krepiert das Vieh ja. Ah, es ist nicht mehr möglich zu gewinnen. Also ich glaube, immer wenn das Vieh anfängt, dann gewinnt es auch. Wir müssen auch irgendwie, müssen wir doch hier irgendwas anderes machen können. Vielleicht fällt es ja irgendwann einfach mal um. Das olle Ding. Wenn wir es hier machen, dann... Ach, da kannst du ja nur eigentlich... Du kannst ja nur verlieren. Wir müssen das Vieh irgendwie austricksen. Müssen wir das Ding eigentlich gewinnen, oder? Jetzt haben wir gewonnen. Nee, haben wir nicht. Scheiße.
den hier hinsetzen könnten, dann hätten wir gewonnen. Aber so. Nächster Versuch. Zeit zum Essen. Was füttert der denn da immer? Ich probiere es einfach nochmal aus. Das kann doch nicht so schwer sein hier. Mist! Das kann doch nicht sein! Okay, einen Versuch machen wir noch. Und wenn das nicht geht, dann muss es ja irgendwie anders zu lösen sein hier. Wie viel Geld wir da auch schon reingepumpt haben, das gibt's ja gar nicht. Ach, jetzt fängt er da an, das ist gut. Oder auch nicht. Nochmal. Kann doch nicht immer bei Tic-Tac-Toe gewinnen hier, der Typ. Dieses olle Huhn. Mann. Ist ja egal, wie ich es mache. Das gewinnt ja immer, das Hühnchen. So, wir gehen erstmal weiter. Wir müssen das Huhn irgendwie loswerden. Wir haben uns aber auch noch nicht alles angeguckt auf dem Jahrmarkt. Und deswegen laufen wir hier erstmal noch ein bisschen rum. Ach, jetzt sind wir wieder hier, oder was? Scheiße. Bleibt nichts anderes übrig als... Stellen Sie sich vor, Ihr Leben mit weniger Kampf. Volltreffer! Was trifft ihr denn da? Zur Stadt, guck mal. Gehen wir mal in die Stadt rein. Hier finden wir bestimmt auch noch irgendwas. Kostenlose Ballons, die können wir uns mal mitnehmen. Das sind ja meine kleinen Vögelchen. Ach, und da ist Futter. Meine alte Dame meint, dass ich mehr Freunde brauche. Dabei habe ich doch die Vögel am Himmel und die Käfer auf dem Fensterbrett, die mir Gesellschaft leisten. Was sollte ich auf dieser fragwürdigen Kirmes? Gut so. Du bist doch gar nicht eingeladen. Hier, Vögelchen, komm zu Onkel Gabberly. Werde ich mal schön einsam in da, die Körnchen. Und dann diesen Tic-Tac-Toe-Vogel da überlisten. Vorher noch einen Ballon mitnehmen hier. Weiß ja nie, wozu es gut ist. Schön roten, wunderbar. So, wo ist der Haufen? Auf der anderen Seite, glaube ich. Was ist denn hier drin noch? Murmelkugel, 300 Stück. Guck's dir an. Kuckuck. Dann haben wir die Kugelanzahl auch mal erraten. Gut, dann werden wir mal erstmal das Murmelrätsel lösen. Und dann das Huhn vollfüttern. Wie auch immer wir das machen. 119, 120, 121. Es sind genau 300, sage ich dir. Schätze ein bisschen. So. Damit hat er nämlich nicht gerechnet. Mist. Zack. Tja, jetzt guckst du aber doof, dass ich es erraten habe. Alles klar, Gromit. Auf irgendwas muss man sich ja festlegen. Du siehst aus, kleine Kollege. Ah, zeig mal her hier, was ich gewonnen habe. Schön ist. Wahrscheinlich wieder ein Zettel. Das war da, wo der drauf rumschreibt. 300 war schon eine präzise Schätzung, Kumpel. Scheint mir dicht dran. Wie scheint mir dicht dran? Das sind genau 300. Alles klar, Gromit. Auf irgendwas muss man sich ja festlegen.
300 Vielleicht sind ja auch zwei Packungen drin. Kumpel, scheint mir dicht dran. Das könnte vielleicht noch sein. Alles klar, Gromit. Auf irgendwas muss man sich ja festlegen. Nein, dieses Mal hatte ich wirklich Hoffnung. Ich werde bei meinem Spaziergang in der Stadt versuchen, den Kopf freizukriegen, bevor ich es nochmal versuche. Ja, da hat uns wieder mal einen Tipp gegeben. Und das sind genau 300. Also, zumindest steht das auf der Packung. Ein bisschen Teamwork ist erlaubt, oder? Also, mein Junge, probier's mal. Vielleicht fehlt ja eine Kugel, weil er eine gegessen hat. Dann machen wir mal 299 und wenn nicht, dann gehen wir wirklich nochmal in die Stadt rein. Kann ja gar nicht sein hier. Und das olle Huhn muss ich auch noch besiegen. So, zieh mal. Alles klar, Gromit. Auf irgendwas muss man sich ja festlegen. So sieht's aus. Nein, dieses Mal hatte ich wirklich Hoffnung. Ich werde bei meinem Spaziergang in der Stadt versuchen, den Kopf freizukriegen, bevor ich es nochmal versuche. Liegen hier vielleicht noch irgendwelche Murmeln rum, oder was? Möchte wissen. Okay, das Glas kann man sich auch nochmal angucken. Also ich fass da nicht rein, um sie zu zählen. Ich hab schon probiert und der Muscle war nicht gerade begeistert. Aha. Obwohl 300 die Wahrheit ist. Na gut. So, bevor wir das Huhn besiegen, muss ich mich leider wieder verabschieden, denn der Part ist schon wieder zu Ende. Wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt, Cajun verliert beim Tic-Tac-Toe gegen den Huhn. Ja, bis dann. Tschüss.